Juke und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Betrugswerbung auf YouTube. Welche diese sind und was YouTube da ändern sollte, erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Let's go! Jeder kennt's, ihr guckt YouTuber wie zum Beispiel die Scambaiter oder andere YouTuber und bekommt so eine Werbung vorgesetzt. Mehr als 13.837,45 Euro landeten in nur 24 Stunden auf Ihren Bankkonten, nachdem Sie sich online für meine Testversion angemeldet hatten. Und rate mal, die Tatsache, dass du diese Seite gerade siehst, bedeutet, dass du jetzt auch dem Bitcoin-Code beitreten kannst. Denn ich mache gerade die gleiche Testversion für dich. Eine Frage an dich, startklar. So wie viele Leute habe ich davon gehört, dass man mit Bitcoins Geld verdienen kann. Aber mir selbst Bitcoins zu kaufen, kam mir wie ein sehr langer und komplizierter Prozess vor. Als ich das Video von Sven sah, war ich so froh, endlich damit anfangen zu können, selbst mit Bitcoins zu handeln. Genau wie versprochen verdiente ich innerhalb von nur 24 Stunden exakt 13.034,48 Euro. Und das mit Baden-Württemberg holt jetzt 42,5 Millionen Euro. Michelle Denker aus Stuttgart gewinnt mit einer Android-App. Nach ihren Angaben sah sie die App über eine Facebook-Werbung, lud sie über den Link in der Beschreibung herunter und begann zu spielen. Nach einer Einzahlung von 28 Euro gewann sie noch am selben Tag mehr als 42 Millionen Euro. Jetzt will der Gewinner eine neue Wohnung kaufen und auf Reisen gehen. Die Gewinnerin hat die App an ihre Freunde weiterempfohlen und auch sie haben angefangen zu gewinnen. Die App ist weiterhin bei Google Play und im App Store erhältlich. Das ist auf YouTube keine Seltenheit mehr. Betrüger zahlen Geld für ihre Betrugswerbung und tauchen unter bestimmten Voraussetzungen auf gewissen Kanälen auf. Die meisten, wo das passiert, sind Scambaiter. Dort tauchen sie sehr viel auf. Ich gehe davon aus, dass es mit bestimmten Suchbegriffen wie Bitcoin oder Glücksspiel zu tun hat. Werbung schön und gut, aber aufgepasst, es handelt sich hier um Betrüger. Und da liegt das Problem. Facebook ist ausgebrannt, auf Instagram auch, TikTok greift ganz krass durch und auch schnell. Aber YouTube liegt total hinterher. Und das größte Desaster ist, dass man diese Werbung nicht einmal melden kann. Solche Werbung kann man nicht mal als Betrug melden. Es kommt nur, wieso sehe ich diese Werbung und Google Werbung verwalten. Wo ist da diese fucking Meldefunktion? Wenn es die geben würde, könnten alle, die solch eine Werbung sehen, diese direkt melden. Da YouTube offenbar diese Werbung nicht einmal kontrolliert. Würde YouTube diese Werbevideos mal kontrollieren, würde es sowas nicht geben. Und es sind schon viele durch diese Bitcoin-Code abgezockt worden. Leider hängen die in Zypern oder Russland und keine Behörde kann da weiterhelfen. Schaut euch mal bitte die Videos von den Scambaitern an. Ihre Kanäle habe ich euch mal in die Videobeschreibung gepackt. So könnt ihr bei sowas nicht so leicht reinfallen. Teilt bitte dieses Video mit euren Freunden. Solch ein Thema muss einfach verbreitet werden. Und ich fordere hiermit YouTube auf, eine Meldefunktion bei Werbung mit einzufügen. So wie bei Instagram, TikTok und Facebook. Überall gibt es eine Meldefunktion bei Werbung. Nur bei YouTube nicht. Irgendwie komisch. Was haltet ihr davon? Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert kostenlos meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut auch mal auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, Juke, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.